Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Dawns. Heute mit der Stream-Zusammenfassung vom Stream am Donnerstag, vom Donnerstagabend. Und wir haben uns am Donnerstagabend wieder mit zwei Sachen beschäftigt. Einerseits mit einer Monsterfalle, mit einer funktionierenden Monsterfalle jetzt für Endermänner. Das ist das Endresultat. Und andererseits haben wir uns mit den Bienen etwas beschäftigt. Bei den Bienchen werden wir jetzt auch gleich noch weitermachen. Ich werde euch jetzt erstmal ganz kurz mit runternehmen in den Keller und euch die Monsterfalle zeigen, die ich gebaut habe. So, und zwar sieht die Monsterfalle jetzt so aus. Es ist ein großer Glaskäfig, der wird auch nochmal geändert. Da kommt nochmal dunkles Glas rein, damit die Monster einen nicht sehen können. Ne? Oder dass man halt die Monster nicht triggern kann. Gerade bei den Endermännern ist das ja so eine Sache, wenn man da halt mit dem Crosshair draufgehen würde, dann werden die ja sofort... Denn verfolgen sie ein Jahr. Und ich habe jetzt da einen Spawner reingebaut, einen Mob-Spawner, und zwar den von Ender.io. Ender.io, beziehungsweise, oh, da ist gerade Action. Da seht ihr es gerade wieder, gerade was passiert. Die versuchen sich zwar auch raus zu teleportieren, aber es klappt halt nicht, ne? Wir haben den Mob-Spawner von Ender.io gebaut, und zwar... Wo haben wir die denn? Wo haben wir die denn? Da sind sie. Hier, also einfach ein Powered Spawner. Da ist dann eine, da ist ein Broken Spawner drin, der eine Enderman-Seele enthält, und dadurch können wir damit jetzt Endermänner spawnen lassen. Energie ist auch, ist wireless angeschlossen. Da hinten habe ich einen Kristall aufgestellt, den ich letztens gebaut habe für meine letzte Mining-Mission. Und der versorgt jetzt quasi den Spawner die ganze Zeit mit Strom. Ich habe weiterhin den Mechanical User hier am Start. Dort habe ich drei Waffen mittlerweile drin. Sprich, The Ant ist momentan drin. Achso, die sind beide schon wieder broken. Okay, die sollten nämlich noch ein bisschen gelevelt werden dabei. Die müssen wir dann mal reparieren. Sprich, mein normales Schwert. Und ich habe noch einen Cleaver gebaut, um da halt Ersatz zu haben. Der ist aber jetzt nicht so besonders toll. Den habe ich... Alter, was hier gerade los ist, ne? Den Cleaver habe ich jetzt ein bisschen mit Beheading noch ausgerüstet, weil ich eigentlich Köpfe farmen wollte über, also darüber, dass ich halt rumlaufe und dann halt die Viecher töte. Enderperlen kann man sich jetzt nicht beschweren. Da sind ganz schön viele dazugekommen. XP auch mittlerweile, 15.000 sind hier schon drin. Das ist auch ziemlich cool. Also im Endeffekt lohnt sich das hier schon. Wir können noch mal kurz zur Batterie, zum Kristall hingucken, wie viel Energie der jetzt noch hat, weil sobald der leer ist, ist auch die Energieversorgung, also ist die Energieversorgung von dem Spawner auch dahin. Aber der hat noch über 50%. Da geht noch ein bisschen was. Der kriegt jetzt auch alles. Wir kriegen alles, gar nicht alles raus, ne? Wenn ich das so jetzt richtig sehe. Oh, das bleibt ganz schön hängen. Soll ich hier nochmal eine Batterie dazwischen hängen? Aber die wird dann auch aufgefüllt und dann ist sie voll, ne? Ich glaube, ich schalte den erstmal aus. Weil wir haben genügend Enderperlen. Es sind genügend Köpfe drin. Wir machen das erstmal aus und ich lasse das erstmal so jetzt stehen. Wir müssen, also den Spawner, den ich da drin habe, den habe ich im Nether gefunden. Da war ich halt auch nochmal unterwegs. Ich habe mein Jetpack habe ich vergrößert. Wir haben jetzt das Tier 3 Jetpack mit 4 Millionen EF drin. Und damit sind wir halt ein bisschen durch den Nether geflogen und haben uns umgeschaut und halt noch eine weitere Festung gefunden, die noch nicht entdeckt worden ist. Und da dann halt einen Spawner rausgeholt. Das war ziemlich cool. Das ging auch recht gut. Also da war jetzt nichts los, nichts Schlimmes oder sonst irgendwas. Das war ziemlich, ziemlich cool. So, wir haben bei den Bienchen auch weitergemacht. Und zwar bin ich jetzt so weit, dass ich kurz davor bin, eine Emerald-Biene zu züchten. Aus der Redstone-Biene, die ich habe. Genau, wir haben jetzt eine imperiale Queen schon gemacht. Wenn die soweit fertig ist, dann können wir die mit der Redstone-Biene zusammenpacken und dann kriegen wir eine Emerald-Biene. Eine Emerald-Queen. Und die wird uns dann schön Emeralds farmen. Was können wir noch so machen mit den beiden? Ich glaube... Oh, guck mal hier. Hier würde es Resonanting geben, wenn wir eine Radioactive hätten. Dafür bräuchten wir Lead und... Oh, das wäre auch sehr nice. Weil dann könnten wir... Kriegen wir das Ohr. Kriegen wir die Erze, die wir benötigen für...
Für den Smelter, damit wir Kristalle herstellen können. Oh, das wird nice. Da werden wir auch noch ein bisschen Spaß haben. Ich würde gerne mit euch, wir haben ja ein bisschen Zeit, ich würde gerne mit euch diesen Industrial Apiary bauen. Den hier, Apiary. Weil ich habe jetzt noch eine Redstone Queen in der Tasche und die würde ich dann halt gerne über Nacht arbeiten lassen. Weil die stellen mir ja, das kann ich euch auch zeigen, die stellen mir ja quasi einerseits Redstone her, was jetzt nicht so relevant ist, aber sie stellen mir auch diese Comp, stellen sie auf jeden Fall her. Und die sind wiederum interessant, weil daraus kommen kleine Fragmente raus. Und diese kleinen Fragmente kann man wiederum benutzen, um daraus Emeralds und sonst irgendwas herzustellen. Ne? Da kommen dann die Propolis raus und aus den Propolis kommen diese kleinen Fragmente, die Grains. Und aus denen kann man wiederum ein Emerald herstellen und auch, ich kann es euch mal zeigen, also Redstone natürlich, du kannst da Netherquarz draus herstellen, Diamantfragmente, aus Diamantfragmenten kannst du dann wieder einen Diamanten bauen und Emerald-Fragmente, genau, hier noch die anderen ganzen Kristalle, die es auch noch gibt. Das ist eigentlich ziemlich cool, da kann man echt eine Menge mitmachen. So, ich lege das mal hier rein. Wir haben jetzt auch echt schon viel Honigdrops zusammen, ne? Also analysieren. Ich könnte alle meine Bienen analysieren, die ich habe. Was wir aber nicht machen und auch nicht brauchen. Also es ist schon sehr, sehr krass, was wir jetzt mittlerweile bientechnisch hier alles erreicht haben. Gut, genau. Und deswegen würde ich halt gerne noch so einen weiteren Apiary bauen. Der braucht halt ein bisschen Strom. Da holen wir uns einfach eine Solarzelle von irgendwo. Und dann haben wir das eigentlich alles ziemlich schnell zusammen. Die Gears habe ich noch. Hier brauchen wir eine Goldplatte. Das kriegen wir eigentlich auch ziemlich schnell. Okay, wir haben tatsächlich wieder mal. Also Gold ist ein bisschen Mangelware momentan. Aber auch nur so ein bisschen. Also jetzt keine schlimme Mangelware, ne? Sagen wir es mal so. Dafür brauche ich noch Redstone. Eins, zwei. Und pass mal auf. Genau, die Gears haben wir da oben zwei. Die haben wir dann auch ganz fix zusammen. Hier brauche ich nochmal. Ach so. Ja, stimmt. Hier brauche ich auch nochmal. Nee, gar nicht wahr. Nee, brauche ich gar nicht. Dafür haben wir das. Wir brauchen noch normales Glas. Beziehungsweise da haben wir noch das Glas. Davon nehmen wir mal ein paar mit. Und ich brauche noch, genau, noch ein Redstone. Das brauche ich noch. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Und ein bisschen Stein. Für den Piston. So, dann lass uns mal alles kurz zusammenbauen. Wir brauchen den Piston erstmal als allererstes. Dann brauchen wir den Kollegen. Den haben wir ja hier. Zack. Und das Teil, das kriegen wir auch ganz schnell zusammengebaut. Und jetzt können wir schon. Genau, hier haben wir den Apiary. Dann brauchen wir dafür den Strom. Da holen wir uns aber eine Solarplatte weg. Habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und ich brauche eine Itemleitung und eine Chest, damit die Sachen da reinfließen können. Und ich brauche noch Bienen dafür. Am besten reinrassige natürlich. Ich sage immer reinrassige, damit meine ich halt, dass die sich nicht wieder durcheinander bringen können. Ne? Du generierst 25 RF pro Tick, du 6 RF pro Tick und du 99. Beziehungsweise seid ihr es zusammen? Oder ist jeder von euch? Ich glaube, jeder von euch, ne? Dann werde ich euch mal einen von euch beiden mitnehmen. Ich glaube, ich habe auch. Ah, seht ihr, ich habe Dings nicht. Ich habe tatsächlich. Oh, das dauert zu lang. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich die Spitzhacke noch gebrauchen könnte. Aber gut, dann nehmen wir hier eine Dia-Spitzhacke. Das ist jetzt ja auch nicht so schlimm, ne? Dafür haben wir sie ja in der Tasche. Und sie hat ja auch noch Silk Touch drauf und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das Richtige, ne? Okay, hier habe ich sogar nur Panel 3 drauf. Also von dem her ist das hervorragend. So, jetzt nehmen wir das hier mal ein bisschen weg. Den Apiary stellen wir dahin. Da hauen wir Strom drauf. Jetzt kriegt der hier nämlich Strom. Sehr schön. Dann hauen wir hier eine Kiste hin. Und eine Itemleitung dazwischen. Hier machen wir, dass er rein und raus, also dass er auf jeden Fall rausgeben soll und er soll rein raus machen. Und jetzt lass mal ganz kurz gucken. Ah, seht ihr hier, da passiert das schon wieder. Das sind auch keine, irgendwas ist mit der Queen, glaube ich, die ist nicht hundertprozentig rein. Glaube ich. Weil hier entstehen so viele unterschiedliche Drohnen. Und das ist kein gutes Zeichen. Achso, ich brauche wahrscheinlich nochmal Upgrades, weil es ist wahrscheinlich zu No Drone, okay. Oh, ich brauche keine Upgrades, weil dir nicht zu warm oder nicht zu kalt ist. Ah, jetzt aber. Genau, too cold.
Das heißt, wir brauchen ein oder zwei Upgrades. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ein Heater-Upgrade. Ich muss mal gucken, ob ich davon auch welche habe. Wenn nicht, dann müssen wir halt welche herstellen. Ich glaube, ich habe aber noch Templates dafür. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, Templates haben wir noch. Da müssen wir einfach nur das Heater-Upgrade. Dafür brauchen wir Nether-Quarz, Glas und. Nether-Quarz sag ich schon. Netherrack. Wo haben wir Netherrack? Netherrack da oben. Bronze und ein bisschen Glas war gefordert. Wir nehmen mal normales Glas. Mal gucken, ob das geht. Das ist ja das Ding. Ja, alles klar, passt. Gut, dann kann der ganze andere Kram wieder weg. Zack, sehr schön. Dann packen wir das Upgrade gleich rein, aber vorher gehen wir eine Runde schlafen. Hört ja keiner gesagt, dass wir keine Nacht haben wollen, ne? Aua. Da war mein Bett war zu klein. So, dann hauen wir nämlich hier jetzt das Upgrade rein. Zack. Und jetzt ist alles perfekt. Jetzt läuft das nämlich auch wieder perfekt. Und jetzt ist halt die Frage, hier kommen halt immer wieder solche raus, ne? So bunte. Das kann unter Umständen nicht so gut sein. Weil dadurch könnte ich vielleicht die Redstone Queen verlieren. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, was da los ist. Also ich würde mir jetzt nochmal zwei Kisten holen, dass ich die Einzelkisten, die ich da draußen jetzt stehen habe, dass ich nochmal weiter, dass wir mehr Platz haben. Dass, wenn die denn, dass sie halt nicht durch Bienen volllaufen über Nacht, ne? Das wäre meine Befürchtung. Und deswegen haben wir da nochmal jeweils eine Kiste mit dazu und dann sollte das eigentlich laufen. Redstone haben wir genug hier. Strom haben die Kollegen genug, das läuft. Hier ist halt jetzt richtig viel los, ne? Hier wird zwar Redstone erzeugt, aber es werden halt auch diese Wir werden halt auch erzeugt und die sind halt wichtig. Die Imperiale braucht auf jeden Fall noch ein bisschen, bis sie soweit ist. Hier sind halt noch. Wow, sind hier viele Bienen drin. Das ist halt alles voll mittlerweile, ne? Das ist halt alles voll. Ich glaube, das hier müssen wir auch langsam mal umbauen, abstellen. Ich weiß es nicht. Weil so viele Bienen wie hier sind, das brauche ich alles gar nicht. Ich könnte mal noch eine weitere Kiste dranhängen, aber es bringt es auch nicht. Aber wir kriegen dann genügend Gehmaterialien, um dann vielleicht auch. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich damit soll. Wir müssen mal gucken, was wir daraus machen. Und vielleicht ist es auch ganz geschickt. Ah, ich überlege gerade was. Aber nee, das wird schon funktionieren. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt. So, das läuft, das läuft. Das sieht alles gut aus. Was habe ich jetzt noch gemacht? Ich glaube, mehr haben wir gar nicht gemacht. Ne? Das Jetpack haben wir geupgradet. Das ist jetzt richtig krass. Ne? Es gibt keine Geräusche von sich. Das ist aber ein Soundbug. Aber wir sind jetzt richtig schnell unterwegs. Genau, das TC Trade Center. Das machen wir tatsächlich am. Das will ich am Dings weitermachen. Am Samstag. Am Samstag werden wir sehr, sehr viel am TC Trade Center arbeiten. Oh, lass mal rüber gucken, was hier bei Zadio schon wieder los ist. Alter, der ist aber auch wild am Bauen, ne? Der hat aber auch einen riesen Bunker sich schon dahin gebaut. Krass. Krasse Scheiße. Aber gut, wenn er Bock drauf hat. Genau. Ich gehe mal einmal ein bisschen deeper. Oh, okay. Nee. Das Jetpack wollte eigentlich angehen, um mich vom Tod zu bewahren. Aber ich habe es ausgeschaltet in dem Moment. Das war eine sehr, sehr kluge, gute Entscheidung. Nee, am Samstag werden wir auf jeden Fall im Livestream den Tower weiterbauen. Ein ganzes Stück weiterbauen. Also da werde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen weniger auf den Chat eingehen, als ich sonst tue. Weil ich dann wahrscheinlich irgendwie extremst vertieft sein werde in den Bau des Towers. Ja. Ich weiß bloß gar nicht. Obwohl ich könnte aus den ganzen Bienen, kann ich Gen herstellen, ne? DNA. Du bist hier der DNA-Macher, ne? Dann bräuchten wir mal Werkzeuge neue. Habe ich hier noch irgendwo? Ich bräuchte mal neue Werkzeuge. Können wir mal Glasscheiben und Dias brauchen wir dafür. Wie viel Glasscheiben haben wir noch? Genug. Dias haben wir jetzt auch ein paar wieder. Ich mach mal 5. Und dann craften wir das mal durch, dass wir hier mal wieder ein paar Werkzeuge haben. Ja, guck mal, das reicht. Das sieht auch jetzt mal schon mal was aus. Dann können wir nämlich hier auch ein paar Bienchen mal durchheizen. Und daraus DNA herstellen. Oh, wir werden noch eins machen. Und zwar will ich nochmal ganz kurz meine ganzen Tiere unten durchfüttern. Dass wir die Imprinter. Ja, hier brauchen wir auch welche. Dass wir genug Nachwuchs langsam wieder bekommen. Oh, ich habe gar keinen Weizen. Oh, doch draußen.
Dann müssen wir draußen mal ganz kurz abernten. Dann will ich mal die Schafe und die Kühe und so weiter alle mal, alle Mann mal wieder durch, na, wie heißt das? Einmal durchvermehren. Wir müssten auch unbedingt ein Fieder bauen. Ich glaube, das werde ich, glaube ich, morgen im Stream anfassen, das Thema, einen Fieder zu bauen. Um halt ich brauche immer mehr und mehr Tiere. Und damit die auch alle wachsen und mehr werden, wäre es, glaube ich, ganz geschickt, einen Fieder zu haben. Oh, guck mal, ich habe euch eine Blume hier reingestellt. Ist nicht toll? Dann würde das nämlich hier alles automatisiert laufen und ich muss mich nicht darum kümmern und so weiter und so fort. Und das wäre, glaube ich, alles viel, viel besser. Ihr wollt auch, ne? Hier, kommt, macht mal. Da auch noch. Ihr habt alle? Habt ihr auch? Alles klar. Dann haben wir das schon mal. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein paar Mohrrüben. Die finden wir hier vorne. Und dann haben wir die ganzen Tierchen einmal schön durchvermehrt und können uns... Oh, scheiße. Und können uns glücklich schätzen, dass das so toll funktioniert. Es wird auch tatsächlich Zeit, dass ich die nächste Etage einbaue. Gerade unten beim Keller. Dass wir dann halt wirklich diesen ganzen Bereich des Farms mal verbessern, vergrößern. Haben wir alle? Ich glaube ja, ne? Da ist noch einer gewesen. So, alles klar, das passt. Mehr haben wir nicht. Pass mal auf, ihr kriegt jetzt auch mal eine Blume hier rein. Viel Spaß. Ja, gönnt euch. Ja, genau, dass wir die ganzen Farming Station mal umbauen. Wir brauchen mehr Strom, definitiv. Das, was ich momentan an Strom herstelle, ist ein Witz. Wir stellen da echt super wenig Strom her. Und ich glaube sogar, ist das jetzt hier gerade wieder nicht aktiv? Ah, doch, wenn man sich das anguckt, wie viele... Wobei, 7 Köpfe. Köpfe sind jetzt nicht so viele mehr gekommen. Ah, guck mal, das ist auch schon wieder alles kaputt hier. Es könnte gut sein. Ach so, ich habe ja den Strom ausgeschaltet. Ja, also von dem her, das, was wir so an Strom herstellen, ist halt momentan echt ein Witz, ne? Genau, das ist alles aus. Okay, dann ist es in Ordnung so. Dann schalten wir das nachher wieder ein. Wir haben jetzt ja genug Enderperlen. Also Enderperlen haben wir jetzt ja erstmal satt. Ist jetzt zwar nicht eine Riesenmenge, aber... Das soll erstmal reichen. Die Spitzhacke ist auch soweit, dass sie sich hochleveln kann. Mal gucken, wo sie sich noch hinlevelt. Vielleicht können wir da ja auch mal irgendwas austauschen. Weiß ich nicht. Goodie. Im Großen und Ganzen. Will ich noch einmal kurz hier reingucken. Wie sieht das hier drin aus? Oh, 27 Enderlilies, ne? Das heißt, da können wir auch eine riesige Enderperl-Farm bauen mit. Wenn das dann überhaupt notwendig wird. Das habe ich. Wir haben mit den Bienchen haben wir gesprochen. Ich kann nochmal meine Level ablegen. Im Grunde ist alles besprochen. Mehr haben wir nicht gemacht. Heute Abend gibt es wieder einen Livestream, auf jeden Fall. Da werden wir auf jeden Fall wieder irgendwas Krasses machen. Ich bin mir noch nicht so sicher, was. Aber das wird schon großartig. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für euren ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen oder heute Abend im Livestream. Also, heute Abend im Livestream oder morgen bei einer weiteren Folge. Also, bis dann. Tschüss.